So, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings. Ich begrüße alle Zuschauer und Mitglieder der schönen Angel Readings Community. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Ihr seid entspannt, ihr habt genauso schön und viel Sonne gehabt wie wir hier. Also jetzt geht mir das Herz auf, jetzt wird's schön, jetzt kommt der Frühling und der Sommer. Und ich hoffe, ihr habt auch schönes Wetter und vor allem gute Laune. Und ja, was macht man denn da? Man schaut mal beim King of Quickie vorbei, wie denn da so die Energien für den Montag sind. Ja, also es geht jetzt um den Montag, den 26.04. Und wir schauen da mal in die Energien rein. Ja, was gibt es denn da so allgemein an dem Tag für Energien? Dann schauen wir mal, ja, bei der Liebe vorbei. Was gibt es denn da für Impulse? Dann natürlich noch die Arbeit, darf ja nicht fehlen. Dann bitten wir noch gemeinsam um eine Botschaft aus der geistigen Welt. Und dann am Ende ziehen wir eine Karte aus der Happy Box. So, da wollen wir mal schauen, was wir denn ja, am Montag so im Allgemeinen für Energien bekommen. Schauen mal in die Karten rein. Dibbel. Und die will auf dem Boden, aber ich habe sie noch erwischt. Ha, ich lerne ja auch dazu. Ah, okay. Also, am Montag schaut es mir so aus, im Allgemeinen die Energien, ja, dass du dir vielleicht mal über das ein oder andere im Klaren werden musst. Ja, raus aus dem Labyrinth, raus aus dem Denken, dich deinen Träumen, deinen Sehnsüchten zuwenden. Also ich sehe dich hier an dem Tag vielleicht so ein bisschen, ja, ich würde jetzt nicht sagen verloren, aber so ein bisschen ziellos. Das Labyrinth hier an der Stelle, das ist ja immer so eine Karte. Ja, da geht es darum, dass man vielleicht nicht so richtig weiß, wo einen sein Weg hinführt, wo die Reise hingeht. Aber hier haben wir ja an der zweiten Stelle das Schiff und das heißt ja auch, ja, Träume, Sehnsüchte, Ziele. Hier geht es voran, halt langsam, aber es tut sich was. Also an diesem Tag Energie im Allgemeinen so, dass man sagen kann, ja, durchleuchte dich mal, geh mal in die Selbstreflexion und schau mal, ja, was möchtest du, wo soll die Reise denn hingehen? Also die Energie ist sehr gut dafür und das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, ne? So, dann schauen wir mal weiter bei der Liebe. Was haben wir denn da für Impulse an diesem Tag? Der Montagsimpuls für die Liebe. Blumen sind schon mal nicht verkehrt, ne? Auch wenn sie mir mein Arrangement verrutscht haben, aber gut, sei es ihnen gegönnt. Und das sind zu viele, wir machen ja einen Quickie. Okay, so, machen wir das halt wieder schön. Okay, da wollen wir mal gucken. Ah, okay, in der Liebe. Ja, also zum einen hier die Blumen, eine ganz, ganz tolle Karte für die Schönheit der Dinge, für die Komplimente, für das Wachstum, für die Aufmerksamkeit. Und hier dann aber jetzt noch die Würfel. Ja, das kann natürlich auch ein Risiko sein, so riskier mal was, ja. Also für die Partnerschaften hier brauchst du nicht mehr riskieren, das sehe ich die Würfel vielleicht eher so als bisschen, dass du in die Unsicherheit kommst, ob da noch die Liebe groß ist. Also der Tag vielleicht ganz gut mal ja in trauter Zweisamkeit zu verbringen, um das mal wieder ja gerade zu rücken, sich Sicherheit zu holen. Für die Singles hier, ja, riskier mal was in Sachen Partner, in Sachen Wunschpartner. Die Blumen ist ja hier so, ja, die Karte der Aufmerksamkeit und der Komplimente. Also kannst du deinen Wunschpartner an diesem Tag ruhig gerne mal ein Kompliment machen, ein paar schöne Worte schenken, ne? Dass er merkt oder sie merkt, dass du noch da bist, ne? Okay, so und jetzt wollen wir natürlich auf der Arbeit vorbeischauen, was geht ab im Job. Schauen wir mal. Ja, na gut. Zum einen hier den Stern haben wir ja schon gesehen. Ah, okay. Und da ist jetzt auch der Vorgesetzte gefallen.
Ja, an diesem Tag, zum einen der Stern ist ja die Klarheit der Dinge und der Bär, das ist ja auch die Kraft und die Stärke. Nun haben wir die Konstellation so, dass der Bär da jetzt eher von der Klarheit wegläuft. Also könnte es gut sein, ja, dass du am Montag vielleicht die ein oder andere Unklarheit mit dem Chef hast, beziehungsweise dass du schon weißt, was du möchtest. Aber dein Chef, schaut aus, als würde der dich nicht so ganz verstehen, was du überhaupt willst. Oder ist da vielleicht nicht deiner Meinung. Also es kann auch der Vorgesetzte sein. Dinge, die du richtig hältst, wie du die Dinge tun möchtest, kann es an dem Tag sein, dass dein Vorgesetzter, dein Chef, ja da nicht so richtig mit dir einer Meinung ist. Der dreht sich da von deiner Klarheit weg. Aber lass dich da mal nicht beeindrucken. Wenn du weißt, wo der Hase langläuft, wo der Weg hingeht, dann mach das auch so, weil die Arbeit machst du unterm Strich immer noch du und nicht der Chef. Na? Okay, so und jetzt, ja, jetzt bitten wir natürlich noch gemeinsam um eine Botschaft aus der geistigen Welt für den Montag. Was bekommen wir denn noch für eine Karte? Okay, da haben wir jetzt das Buch. So, ja, gern, ganz klar. Die Botschaft aus der geistigen Welt. Wenn es Dinge in deinem Leben gibt, die so an dir nagen, ja, das passt jetzt auch gut zur allgemeinen Energie hier an der Stelle, ja, dann solltest du dieses Kapitel einfach auch mal an dem Tag schließen. Also die Mäuse, so eine Karte, ja, Unruhe, da etwa, nagt etwas an dir, das ist Zerfall, ja, das sind Kummer und Sorgen. Ist hier ganz klar die Botschaft aus der geistigen Welt an dem Tag. Dann schließe mal das Kapitel, hör auf, dir Kummer und Sorgen zu machen, vielleicht mit Dingen, die dich gar nicht so betreffen, die mit dir gar nichts groß zu tun haben. Ja, also an der Stelle die Botschaft aus der geistigen Welt. Schließe mal ab mit Dingen, die dich einfach nur nerven, die dir Energie rauben, die dich runterziehen. Auch hier nimm den Tag zum Anlass. Passt ja ganz gut zur allgemeinen Energie. Mal raus aus diesem Wirrwarr. Ja, deinen eigenen Zielen und Träumen folgen. Ja, das Kapitel hier mit den Mäusen einfach mal schließen. Na? Ja, würde ich auch mal tun. Da muss ich mal nachdenken, was mir so an mir haftet. Na, und dann lassen wir das einfach los. So. Okay, und hier geht es nicht um Füße, das ist die Happy Box. Und da ziehen wir natürlich jetzt auch nochmal eine Karte und schauen mal, was wir da für einen schönen Ratschlag bekommen für diesen Tag. So. Heute ist ein guter Tag, um sich zu versöhnen. Ach, das ist ja schön. Hier vielleicht so ein bisschen in die Liebeskategorie reingedeutet. Hör auf zu grollen. Handle ein bisschen wie Gandhi. Sag dir, keiner kann mich verletzen, wenn ich es nicht will. Triff dich heute auf ein offenes Gespräch, lehn der andere ab, so betrachte dich als Couragierter. Dein Friedensangebot macht dich zum Helden. Ja, genau. Also hier auch der Tag der Versöhnung. Ja, einfach in gute Energien reinzukommen. Weil wenn man ständig irgendwie ja Energien mit sich herumschleppt, von anderen, die an dir haften oder Themen, die dich nerven und, da ist es vielleicht an dem Tag gut, wirklich mal die Energie zu nutzen und damit Schluss zu machen. Zu sagen, so, heute ist Schluss damit, das geht mir schon länger auf die Nerven, da muss ich jetzt etwas tun, damit ich wieder in meine Mitte komme. Weil wir wissen ja, wenn wir es jedem immer recht machen, dann sind wir in deren Mitte, aber nicht in unserer eigenen. Und es ist ja immer ganz wichtig, stabil zu sein, positiv zu sein, da bringt dann das eine, bringt das andere ja dann mit sich. Ne? Okay, also, wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir gerne mit einem Daumen rauf, bleibt gesund, abonniert gern den Kanal und schau mal auf meiner schönen Homepage angel-readings.de vorbei. Die habe ich hier extra für euch gemacht und da erfahrt ihr alles von mir, über mich, was ich tue, wie ich es tue, warum ich es tue und genau, alles andere zu meiner Person findest du ja auch immer unter jedem Video in der Infobox. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Montag, bleibt gesund und bis zum nächsten Video.